Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, gestern gab es einen Hotfix. Der hat uns die wunderbare dreitürige Leica-Kredenz, das heißt wir sind jetzt wieder stolze Besitzer von zwei Fahrzeugen auf diesem Server. Also wenn man sie hat, also ich habe nur eins, ich habe noch mein WW und ja, freue mich auf jeden Fall. Er hat ein bisschen an der Händler-UI, also an den Handel, was das Ruhmpunktesystem betrifft, gearbeitet. Er hat einen wunderschönen neuen Hintergrund gemacht. Den will ich euch natürlich nicht vorenthalten. So, den sieht er sowieso gleich. Und ja, noch einige paar kleine Fixes, die uns hier ganz gut tun wie Stabilität. Das werden wir aber im Verlauf so feststellen können nur. Ansonsten, denkt dran, baut einen Tannenbaum, es könnten Geschenke drunter liegen und freue mich auf jeden Fall auf das kleine Abenteuer. Gestern war die Steffi ja noch im Bunker. Es gab leider im Livestream etwas Probleme. Ja, die habe ich auch beide gelöscht. Also ich habe zwei Livestreams gemacht, weil ich den einmal unterbrochen habe. Problem war der Tag- und der Nachtrhythmus, den die Steffi für ihre Streams oder Videos ja immer ändert. Und ja, das werde ich in Zukunft ändern. Das heißt, wenn Nacht ist und ich jetzt gerade die Zeit habe aufzunehmen, ich habe ja nicht immer Zeit, dann werde ich keine Folgen machen oder keine Streams, weil es einfach nicht gewollt ist, dass ich Tag und Nacht ändere. Denn in der Nacht streamen oder aufnehmen macht einfach keinen Sinn. Ich kann als Admin-Befehl, das darf glaube ich sogar jeder Spieler, auch ohne Admin, die Tag zum Nacht machen. Aber das wäre meines Erachtens nach absolut, oder das darf glaube ich nur ein Admin machen, absolut unfair allen anderen Spieler gegenüber. Deswegen werde ich mich entschuldigen an dieser Stelle, wenn mal keine Folge kommt. Es ist aktuell hell auf dem Server und es gibt Nachtsichtgeräte und ich gucke halt nicht gerne durch dieses grüne Ding und es sieht in Videos auch ganz schrecklich aus. Ich habe damals mal eine Folge Nachtsicht gemacht und da wurde sich auch massiv beschwert, weil das einfach krass für die Augen ist, ne? Also ich gebe an der Stelle noch die Info. Ich gebe euch an der Stelle noch die Info. Ich war 4 Monate in Afghanistan und wir haben oft Nachtpatrouillen gefahren und musste selber durch dieses grüne Ding gucken. Es ist ultra unangenehm gewesen und es macht mir persönlich dann auch keinen Spaß, ne? Muss ich zugeben. Also ich bin jetzt nicht geflashbackt von Afghanistan oder sowas, aber ich hasse dieses grüne Bild einfach nur, ne? Nur zur Info. Ansonsten, wie gesagt, die Steffi war im Bunker, ist aber rumteleportiert worden etc. Und oder ich habe mich rumteleportiert wegen Tag- und Nachtwechsel, der jetzt nie wieder stattfinden wird. Und ja, es könnte wie gesagt sein, dass dann mal Folgen ausfallen, weil es halt Nacht ist. Ich nehme nachts nicht auf. Mache ich einfach nicht, ne? Ist so. Gut. Ansonsten gibt es Top-Kommentare des Tages. Das erste ist von Dutchman76. Ich habe dich wieder falsch vorgelesen, ne? Der Baum heißt Du Gleise, nicht Du Gleise. Okay, der Unterschied ist relevant. Da werden auch oft Terrassenbretter rausgemacht. Wusste ich nicht. Können wir leider im Spiel nicht machen. Schade. Und das zweite Top-Kommentar ist von dem lieben Kai. Das habe ich eigentlich immer unter jedem Video. Vielen, vielen Dank für den Support an Kai. Gerne auch bei Tim auf Twitch vorbei. Da ist auch der Link. Ich kann wie immer nicht draufklicken. Geht einfach nicht, weil es einfach nur ein Bild ist. Und sag an den Kai Dankeschön für deine Kommentare, die immer meine Videos supporten. Letzte Zeit gibt es sehr wenig Kommentare, aber ihr seid nicht gezwungen, welche zu schreiben. So ist das Leben. Gut, auf geht's mit unserer Steffi. Wir stehen vor unserer Haustür. Wir haben heute so... Oh, jetzt wollte ich bei Steam auf Starten drücken. Bei Steam sei schon, bei OBS, das geht ja gar nicht. Haben 16 Spieler auf dem Server, sehe ich gerade, weil bei mir der Admin-Helper noch offen ist für das Extra. So, und weiter geht einfach das Abenteuer. Und wie gesagt, seid mir nicht böse, dieser Tag- und Nachtrhythmus, ich verstehe Spieler, die nachts ihre Abenteuer da erleben. Ich weiß nicht, was die da machen, aber
Die kommen wahrscheinlich besser klar oder stellen sich das Spiel auf L. Und ja, ich kann nachts nicht aufnehmen, weil ihr in diesen Videos einfach nichts seht. Ne? Und mit diesem Bild, eine Sekunde, was jetzt im Dunkeln natürlich ein bisschen anders aussehen würde, da kriegt man Augenkrebs. Da kriegt man einfach mit der Zeit Augenkrebs. Es ist anstrengend. Und ich sage euch das, in Afghanistan, da war das Bild nicht so gut. Das war immer so zweimal Zoom drinne. Das war einfach grausam. Also man hat immer so ein bisschen mehr Zoom da drin gehabt und du bist dann immer eine Seitentür am Sitzen gewesen beim Fahren und man wurde davon müde und ja, vielleicht bin ich tatsächlich ein bisschen geflashbackt davon, wer weiß. Okay, was heute auf dem Plan steht für unsere wunderschöne, hübsche Steffi, die in der letzten Folge tatsächlich noch einen Kochtopf und eine fucking SWD gefunden hat, die wir uns auch auf jeden Fall jetzt als allererstes fertig machen und reparieren. Das ist so mein Lebenswunschtraum, egal was ihr daraus baut. Die will ich auf jeden Fall reparieren, denn ich weiß, ich werde keine zweite finden. Zack, da haben wir auch noch ein bisschen was übrig, ist nicht schlimm. Und können das russische Post drauf bauen, wenn es auch drin liegt. Genau. Haben tatsächlich sogar Magazine für die Waffe. Okay, da ist noch ein bisschen Kuddelmuddel drin. Ich bin noch am Aufräumen. Ich bin halt ein schlechter Aufräumer. Wenn ihr meine Wohnung sehen würdet, würdet ihr das absolut verstehen, dass ich hier mit Aufräumen Probleme habe. Aber das war meine Baukiste und hier müsste irgendwo was rumliegen. Also wir haben, glaube ich, aber keine Munition dafür. Hier ist doch ein wunderschönes. Ein Magazin immerhin, aber ich glaube, ich habe gar keine Sniper-Mun, ne? Also von der Form her jedenfalls. Also wir haben noch schöne Munition. Wir sammeln aktuell ja Kaffee. Habe ich mit der Steffi Kaffee gesammelt? Ja, da unten kommt der hin. Und mach gleich nochmal einen kurzen Cut. Dann räume ich ein bisschen auf, was das Inventar betrifft. Und dann, ja, sehen wir uns auf jeden Fall in 0,001 Sekunde weiter, weil. Ah, eine SWD, ich glaub's einfach nicht, ey. Warte, wir müssen einmal durchgucken. Es ist einfach einer der besten Sniperwaffen. Ohne. Nein, nein, nein. Einer der besten Sniperwaffen im Spiel, finde ich jedenfalls. Tu es doch da reinlegen, Mädchen. So. So, eine SWD haben wir uns geangelt. Gut, ich sortiere ganz kurz. Heidewitzka, ich sag euch das, das ist gar nicht so einfach zu sortieren, wenn man so ein massives Chaos hat wie ich. Gut, das Ding brauche ich gleich sowieso. Werde ich euch auch nicht mit quälen, keine Angst, keine Gartenarbeit stundenlang, aber ich komme gerade mit meinem Inventar nicht klar. Wir haben noch eine Schlüsselkarte für Z0, 50 Stunden. Die Folge kommt in 5 Stunden online. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall noch ordentlich was zu erledigen. Die andere Karte wurde scheinbar sogar rausgenommen und auch ein paar Pepperonis. Ich tue die mal oben hier oben in die Ecke. Zucchinis. Habe ich doch gehabt. Gut, und sortier weiter. So, die Sortierung ist abgeschlossen. Das Wimmelbild. Da. Ich bin zu faul. Ich gebe zu, ich bin zu faul, da echt Sortierung reinzubekommen. Ich weiß, wo die hinkommen sollen eigentlich. Magazine etc. Das werde ich wirklich ganz, ganz gemütlich machen. Ich habe sogar noch leckere MAEs hier drin. Und so einiges an Zeugs. Das werde ich mir ganz, ganz gemütlich sortieren. Oh, ein volles Magazin nehme ich gleich mit. Und ja, bin weiterhin an Kaffee am Sammeln, aber das ist nicht der Hauptgrund. Heute komme ich auf den Kommentar zurück aus der letzten Folge mit dem selber Munition herstellen. Was optimal wäre, wäre ein Airdrop, wo wir ganz zufälligerweise ein Raber-Cutter und einen Bohrer finden würden. Jetzt ärgere ich mich ein bisschen, dass ich das verkauft habe, um uns selber eine Werkbank zu bauen. Werf noch etwas Kleidung oder sowas ähnliches jedenfalls oben in unsere Kleiderecke von den beiden Mädels. So. Da ist schon ein bisschen was drin gelandet. Da, so eine schöne Bauchtasche. Die kann man auf Reserve immer haben.
Ich habe ihnen auch schön warmen Teppich gegeben hier, damit sie ordentlich, bin ich schon mal runtergefallen, weil es geleckt hat. Und das Nachtsiegerät, wie gesagt, ich werde nachts nicht aufnehmen, kommt in den Verkauf. Das ist einfach unnötig. Das können wir aber dennoch einmal aus unserem Reparaturschrank mit diesem Werkzeug reparieren. So, boah, kostet das viel. So, dann ab im Verkaufsschrank. Also war ich noch gar nicht fertig mit sortieren. Verdammt. So, gut. Der Samen, der packe ich noch weg. Hier ist so Krimskrams drin, Knackwerkzeug, was man immer gebrauchen kann, wenn wir einen Airdrop finden. Das hier kann man tatsächlich einmal auspacken. Dann haben wir nur einen Notverband drin. Wir müssen ja keinen Doppelpack da haben. Und Munition können wir mal ein bisschen so in die Magazine packen. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, die gehört da rein. Na, ich glaube, sie hat es auch diesmal richtig gemacht. Haben noch 3 Schuss übrig. Unsere Classic Bankcard. Waffen haben wir. Hervorragend sogar. Einmal hier reparieren bitte, weil die letzte Zeit sehr viel Ärger macht. Muss ja nicht 100% werden, aber besser als was vorher war. Gut, begebe ich mich ein bisschen an die Gartenarbeit. Achso, ich habe irgendeine Flasche zu trinken in der Tasche. Das ist immer blöd. Das irritiert die immer total. Packen wir die mal im Schrank. Ich will sie die immer gießen, die Blumen, aber ich will die gar nicht gießen. Na, bin hier Samen, geht gar nicht. Habe ich selber rausgenommen bestimmt. So. Gut, ich denke mal, dass die an den Samen hier, was ich in den Patchnotes vorlese, noch ein bisschen verändern, dass die anders aussehen, weil die sehen ja alle gleich aus. Das ist ein bisschen komisch, ne? Gut, dann Remove Seed. Wir sehen uns gleich, wenn ich hier fertig bin. Mach noch ein bisschen Ruhmpunkte. Was das betrifft, finde ich ganz geil, denn man macht wirklich relativ gut Ruhmpunkte, weil wir schon Könner sind. Wird das hier irgendwann vielleicht mal bei 100% stehen, wenn es weiter so krasses Unkraut gibt. So, da stehe ich schön in meinem Garten. Für euch sind es immer nur ein paar Millisekunden. Zwischen den Kartoffeln vergisst man mal ganz gerne was, weil die so groß sind. Aber es macht nichts. Haben jetzt ein bisschen Ruhmpunkte wieder gefarmt. Für ja, den Könner-Skill, der immer besser wird. Was passiert, wenn man 100% hat? Keine Ahnung, ob die Blumen da besser wachsen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist der Garten schön geworden. Wir dürfen immer noch nicht an den... Ich pack das mal hier weg, bevor ich es wieder verbummel. Ab im Bauen damit. Fuck, so. Ich hätte Fuck gesagt, ja, ne? So, und ja, wie gesagt, nach der Folge werde ich noch ein bisschen an den Garten arbeiten. Lass das jetzt mal mit den Einpflanzen, weil das wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit kostet. Suche aber nochmal gerne ab, was wir denn an Ernte so haben, denn das gibt immer so tolle Ruhmpunkte. Da freue ich mich immer so rüber. Wow, gar nichts. Die sind noch neu. Die sind noch ganz frisch. Bäume erwische ich manchmal aus Versehen schon. Da, 3 Zitronen. Jetzt guck auf die Ruhmpunkte. 24 kann ich oben erkennen. Das ist übertrieben. Was, Zitrönchen gibt es genug, ne? Apfelbaum. Den habe ich schon erwischt beim Samen wegmachen. Den noch nicht. Den schon erwischt. Birne. Da ist manchmal richtig viel drin. Toll, eine. Boah, Ruhmpunkte. Und unser guter Kopfsalat, der mich immer so ein bisschen ärgern will, weil einfach keiner drin sein möchte. Naja, ist noch nicht fertig. Dann haben wir noch Kürbisse. Eine hatte ich gerade, glaube ich, auch schon erwischt. Kein Kürbis drin. Hier wächst unsere Potato. Hör, Potato? Karotte. Karotte. Oh, die darf ich sogar schon nicht suchen. Oh, gibt es eine Karotte sogar. Naja, der Weed, also besser gesagt der Unkraut, der macht das hier mal ein bisschen zunichte, dass sie wachsen. Eine Tomate. Die sind noch nicht reif. Da.
Da. Da. Geizige Kacktomaten. Ich sehe euch doch sogar. Und dann natürlich die gute alte Kartoffel, ne? Die gute alte Kartoffel. Schwer zu erkennen, wo man da überhaupt looten darf. Oder soll. Wow, die ist aber wirklich mal massiv leer. Da muss ich ultra viel um diesen Garten kümmern, damit da auch wirklich was wächst. Blöder Kohl. Der ist so groß. Er wird bald sterben. Brokkoli? Na, such. Baby-Brokkoli kann ich natürlich suchen. Peperoni sind noch nicht fertig. Knofi. Oh, da habe ich noch ganz viel. Links nicht weggemacht, sehe ich gerade. Na, na. Der erste Kirschbaum, der könnte schon Kirschen haben. Knoch gibt einfach mal gar nichts an Ruhmpunkte. So. Naja, heute ist die Ausbeute gar nicht so übel. Und hier müsste auch nochmal Knoblauch wachsen. Da tut es mir leid. Da muss ich mal mit der Hand ein bisschen pflücken. Das stört halt, ich glaube, den Wachstum. Glaube ich jedenfalls, ne? Dass die da extrem viel langsamer wachsen oder gar nicht sogar. Wenn da Unkraut auf maximal drin ist. Und das ist ja definitiv Unkraut auf maximal hier gerade. So. Und dann fahren wir mal zu ein paar Garagen, zerlegen ein paar Batterien für Blei und schauen mal nach einem Airdrop, ob wir einen finden. Können ja hin cruisen. So, Kirsche habe ich die schon. Mann, ich kriege nie eine Kirsche ab, aber hier darf ich auch schon suchen. Keine Kirsche. Ich kriege einfach nie eine verdammte Kirsche. Das ist so gemein. Gut, dabei haben wir nicht viel. Jetzt muss ich das doch wegpacken. Noch mal ein paar Knofis. Können wir natürlich auch wie immer in Samen verwandeln. Hier wird es langsam ein bisschen übertrieben viel. Was das betrifft, Kartoffeln wurden auch welche rausgenommen. Zwiebeln wurden auch rausgenommen. Also es wird sich tatsächlich bedient, was ja auch der Sinn und Zweck dieser Kiste ist. Ne, wer was braucht, soll sich was holen. Wer sich zum Beispiel Gerichte kochen will, ich habe ja jetzt einen Kochtopf, könnte ein schönes Chili machen. Eine Birne. Habe ich aber noch nicht oben drin, ne? Ne. Und eine Karotte da. Und die Karte habe ich ja da reingelegt. Gut, dann sind wir aufmunitioniert. Die Waffe selber. Falsch, ich habe es auf 4. Hat. Ja, fast voll. Gut. Will mal ein bisschen wechseln, weil ich einfach die 3 gewohnt bin. Als. Achso, das ist da. Midi-Waffe 4 und Handfeuerwaffe auf 3. Das Tor haben wir schon aufgerüstet. Darf ich das mehr aus? Nee, darf ich nicht. Und da steht da unser schöner Wagen. Und wenn er jetzt auf den Kopf fällt, haha, scheißegal. Wir können ihn umdrehen. Endlich. Erstmal ein Crash. Garage kann aufbleiben, steht nichts drin. Meine Zielstadt wäre eine nicht wie Timmytown, nur in der Nähe von Timmytown. Halt relativ nah, aber es wäre die. Ein voller Ernstspiel. So, gut. Sind da auf jeden Fall auf alle 4 Räder gelandet, Gott sei Dank. Und eigentlich nur zur Straße. So, auf zur City, Garagen durchforsten, Batterien zerlegen. Okay, wie spare ich euch? Ich habe gerade die Nachricht bekommen, bei A1 ist ein Frachtabwurf, aber... Ach, auf die Insel, alles klar. Weiter geht die Reise. Ah, da bin ich jetzt so mutig, weil es die neue Funktion gibt.
Und hängen erstmal an Baum fest. Was wäre denn jetzt? Ach, roll irgendwo hin, ist mir doch egal. So, Hauptsache er rollt. Ich hoffe, er kann noch fahren. Oder er hängt ja mitten im Baum drin. Aber ich find's gut. Auto ist nicht mehr verloren. Jetzt wäre es wieder verloren gewesen. Wer wäre mir jetzt zur Hilfe gekommen um 11.04 Uhr morgens oder vormittags? So, wir sehen schon die falsche Ecke. Scheiße, wir müssen die Straße noch runter cruisen. Wir sind gleich bei der Stadt. Und dann gibt es, ich hoffe, viele Garagen mit Batterien. Batterien sind ja immer so eine Sache, die man relativ viel findet. Also, wie gesagt, jetzt habe ich den anderen Helper aus, jetzt weiß ich nicht, wie viele Spieler da sind. Und ja, dann bemühe mich mal ein bisschen an der Munitionsherstellung, denn das ist ja bei mir immer massiv knapp. Ne? Okay, man muss auch aufsteigen und einsteigen können. Hoffen wir, hier bin ich alleine. Man weiß es ja nie. Und Tür zu machen, Tür zu machen, Tür zu machen, Tür zu machen. Das macht die immer so langsam. Okay, die erste Garage ist meine. Wir haben einen Autositz gefunden. Ja, toll. Den brauche ich absolut gar nicht. Bisschen Kleidung für die Mädels, aber das ist auch schön. Machen wir direkt Heile. Ist auch relativ warm, weil wir so einen anhaben. Machen wir den auch Heile. So. Gucken wir natürlich weiter durch, was man noch so Feines findet. Werkzeuge oder etc. habe ich genug. Ein Ersatzkanister fürs Auto, der wäre mal eine Idee. Ein bisschen Spinat. Wow, ist die aber langsam. Ist aber gut für ihre Gesundheit. Ja, wir müssen uns eigentlich mal nackig in der Sonne legen wegen Vitamin D. Ich weiß nicht, ob das hier tatsächlich eine Funktion hat im Spiel. Aber ich glaube, wir haben gerade sogar Sonne. Also minimal jedenfalls. Ich guck mal, ob Vitamin D bei 0,0 hilft, wenn wir uns jetzt mal echt ausziehen. Weil wir sind ja immer mega eingepackt. Also sorry für den Nackigkeitsmodus. Unser Server startete sich neu. Und schauen wir mal, ob wir Vitamin D durch Sonne bekommen. So, Schlüpper ganz schön schmutzig. Na komm, wenn schon, denn schon. Ist ja alles verpixelt. Und tanken mal ein bisschen Vitamin D. Mal gucken, was passiert. Weil die Konstitution 17% Verwendungsgeschwindigkeit dadurch reduziert wird, bekomme ich aber, ich glaube, null. Ich glaube, ich muss einfach nur Vitamintabletten futtern. Es scheint auch die Sonne nicht genug. Weiß nicht. Versuch was mal wert. Ich habe erwartet, da mal so 0,01 jetzt kommt. Aber ansonsten sind die Vitamine mal alle im guten Bereich. Ballaststoffe nicht, Kohlenhydrate nicht, Protein nicht. Aber Vitamin D passiert leider gar nichts. Aber das wollte ich eh experimentieren. Mit unserem Nucky Dye hier. So, wieder anziehen. Wäre natürlich voll das Opfer gewesen für jeden Spieler hier. So, gut eingepackte Steffi. Gut eingepackte Steffi. Gewehr habe ich auf dem Rücken, ne? Okay, den Kanister wollte ich im Auto packen. Der war auch voll, ne? Ich loop einfach mal so ein bisschen rum. Rein technisch geht es mir um Bleiplatten. Einen Reifen gefunden. Also so ein. Ist das ein normaler Reifen? Ich glaube, es ist ein ganz normaler. Passt ja. Kann man normale Reifen gebrauchen? Aber man kann die auch verkaufen beim Händler, aber die verbrauchen relativ viel Platz, ne? Also man findet allerhand Zeugs, jetzt wahrscheinlich nicht eine einzige Batterie. Mal
von meinem Glück. Oh, wir müssen nicht sprinten wie die Hölle. Wir können auch erstmal so ein bisschen uns umschauen überall. Haben wir eine Sonnenbrille. So. Dreschlein. Der ist nicht viel. Hauptsache, das ist nämlich eine schöne Reihe. Freut mich immer zu durchsuchen. Hier haben wir eine Schippe und Gummi. Ist der Wahnsinn, ne? Du findest sonst immer so viele, so extreme viele Batterien. Und dann ist man einmal auf der Suche danach. Man findet gar nichts. Vielleicht finden wir sogar eine Leica, wer weiß. Ist auf jeden Fall was drin. Nicht. Ein Autositz, yippie. Leica. Ein Leica-Sitz. Zu groß. Aber ab im Auto damit. Wenn wir mal einen brauchen, dann sind wir froh, einen Leica-Sitz zu haben. Der sieht auch ganz anders aus und ich denke nicht, dass er sich einbauen lässt. Ein Leica-Sitz gefunden. Okay, natürlich spawnen jetzt diese Leica-Teile auf der Map. Ist klar. Was haben wir denn für einen? Leica sieht front left. Das ist der Fahrersitz. Das wäre natürlich optimal, ne? Wenn man eine Leica mit Motor findet, ohne Sitz. Ja. Mein Gott, sind die Teile riesig. Mein Gott, sind die Teile gigantisch. Noch ein Schraubendreher. Sonst ist der Platz, oder? Also du, das finde ich echt unfair, dass die Teile eine Ausmaße haben, selbst gedreht, bis du den irgendwie rein, eine Ausmaße haben, dass du die ja nicht mal mit einem Fahrzeug transportieren kannst. Das heißt ja, du musst sie immer tragen. Naja, vielleicht ist das die Absicht der Entwickler, ich weiß es nicht. Dass du hier wirklich so hardcore malochen musst. Oh, hallo Zombie. Ach, Macht der Axt. Der einzige Grund, warum ich die durchsuche, ist tatsächlich Geld. Metallschrott braucht man eigentlich auch ganz viel. Wenn es hier nicht irgendwo eine Batterie drin ist, dann weiß ich aber auch nicht. Also man findet Blei ja auch so, ne? Man muss ja nicht unbedingt Autobatterien zerlegen. Da bleibt ja jetzt der mir. Ich nehme jetzt mal Metallschutz schon mal mit, wenn wir schon mal dabei sind. War das Auto da? Hat so schön viel gehabt. Weil das ja Bestandteil von Munition ist, wenn mich nicht alles täuscht. Handwerk. Also die, Olga darf mehr, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, aber auch die krasse Munition. Da, die würde mich natürlich sehr interessieren, selbst hergestellt. Metallschrott, das. Ne? Das ist natürlich alles sehr viel. Man bekommt doch nicht allzu viel Munition. Ich eine Brechstange. Auch wieder Batterie los hier. Aber Metallschrott in der Basis zu haben, ist gar nicht so eine schlechte Idee. Braucht man ja tatsächlich des Öfteren. Eine Säge. Eine Nervensäge sozusagen. Nehmen wir mit. Packen Nagel. Bolzen. Okay. Das ist nichts wert. Habe ich schon mal verkauft. War nichts wert. Krass, nicht eine Batterie.
Gut, könnte am Patch liegen, ne? So, Anziehsachen für die Mädchen. Sind nicht die sexy schönsten? Ich hätte natürlich lieber die pinken. Nägel, wie gesagt, haben wir ganz viele. A2. A2. Alter, was ist denn mit dem Spiel? Müsste ich die ganze Straße runtercruisen? Krasse Baustelle. Aber da haben wir auch einen Bunker. Ganz fix noch ein, zwei Garagen. Machen wir mit dem Auto. Und dann geht es einmal nach A2. Die Zeit, die haben wir heute auf jeden Fall noch dicke drin. Zu dem Airdrop. Warum steht immer alles so weit weg? Wollte noch irgendwas loswerden, habe ich vergessen. Tschüss Leica Sitz, du passt einfach nicht rein. Ein Sitz, der nicht ins Auto passt. Irgendwie witzig. Aber ist egal. So ist das Spiel, so will das Spiel das auch haben. Garage vorbei, glaube ich. Keine einzige mehr gewesen. So ohne Scherz. Irgendwo eine da. Und da hinten ist nur eine. Zwei Garagen. Und dann geht's ganz, ganz, ganz schnell runter. Ich lasse die Tür auf. Keine Zeit, die zuzumachen. Die ist so langsam. Na, drei noch. Noch ein Leica-Sitz. Nee. Ein BH für die Mädels. Sehr schön. Parieren. Das ist aber für den normalen Wagen, für den WW. Ist egal. Keine Zeit zum Aufnehmen. Denn der Airdrop, der bleibt ja da nicht lange liegen und wir müssen ja mit Vollspeed hin. Schön ist, dass wir da noch einen Bunker haben. Tatsächlich eh nicht. Eine einzige Batterie, ne? Das ist echt der Knaller. Also so viel Pech kann man gar nie haben. Und irgendwo da habe ich, glaube ich, gerade auch noch im Augenwinkel eine gesehen. Aber das war was anderes. Okay. Dann auf zum Airdrop. Keine einzige Batterie. Keine einzige. Na gut, ich werde schon am Blei kommen. Keine Angst. Schnell ist es ja, das Ding. Falsche Straße. Keine Angst. Wer von allen macht gar nichts mehr. Ah, hier ein bisschen gefährlich. Aber wir haben es eilig. Boah, 135. Aber dann ist Lenken auch natürlich sehr schwer, aber das ist im Wheel natürlich auch schwierig. Wow! Da will sie aber auch auf der Seite liegen bleiben, ne? Da kannst du machen, was du willst. Dann rutscht das Ding. Schnell, schnell, schnell. Egal, roll auf mich. Ah, ist das angenehm. Oh oh. Und jetzt nicht mehr Roll. Gibt es vielleicht. Geht noch einsteigen? Habe ich gerade die Fahrphysik zerstört? Weil es sich noch bewegt, ne? Aber wir können es auch mit dem Körper noch bewegen. Das ist ja auch physikalisch neu. Und gut. Hui.
Keine Angst, Autos sind safe. Da haben sie an der Physik so geschraubt, dass wir jetzt alle wieder glücklich sind. Weil ich glaube, das Meckern war sehr heftig. Dass du ein Auto mühevoll zum Händler schleppst, aufbaust, 10 Meter fährst, auf den Kopf drehst und das war's dann. Das haben die Entwickler sich auch wirklich zu Herzen genommen. Und ich habe mich jetzt gerade eine Sekunde erschrocken, aber dann ist mir wieder eingefallen, dass wir das ja mit unserem Buddy auch erledigen können. Boah, sind wir schnell. Boah. Er hat doch gar keine Chance, mir zu entkommen. Geschickte Lenkmanöver. Komm, zwischen beiden Bäumen. Oh, ich muss ja auch ein bisschen. Boah, immer. Aber das von 120 auf 0 ist immer hart. Mit ein bisschen Glück ist ein Bohrer drinne und ein Rubber Cutter, wer weiß, ne? Also, man weiß ja nie, was man in diesen Airdrops so bekommt. Und dann können wir aus der Werkbank bauen, ansonsten nutzen wir natürlich eine andere und können da Munition craften. Aber eine eigene wäre natürlich schön. Wir finden noch ein paar Garagen und eine Batterie. Mit Vollspeed ist gar nicht so einfach auf der Straße zu bleiben. Jetzt gibt's Vollgas. Maximale Wolfswagen. Oh, 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 das versuche ich aber. Nicht geschafft. Scheißsperren, warum? Warum? Ach, das geht noch nicht. Oh, das war komisch. Hätte auch nach hinten losgehen können, wassermäßig. Also, wir haben in der Form ja keine Kollisionsschaden, also können sie natürlich auch keinen Zombie überfahren. Richtung Wasser rollen, das ist ja blöd. Natürlich sein, dass er jetzt genau da einen Spieler eine Base hat. Wir fahren ja durch diese ständig durch irgendeiner dieser neuen Regionen. Die wir ja auch in einem extra erklärt haben. Das extra findet ihr natürlich auf meinem Kanal. Da wird vom Admin einmal die gesamte Geschichte mit diesem blauen verschiedenen einfach mal durchgequatscht. Ist schon da oder? Ja, ich sehe schon den Dampf. So lange dürfte der noch nicht liegen. Wie weit ist der noch weg? Ach komm, jetzt im Ernst. So, gut. Einmal auf der Map gucken, nicht schon wieder auf der Seite. Mal schauen. Die Charakter dürfen mir zwei Flaggen setzen. Weiß nicht, ob sie auch zwei setzen darf. Hat ja letztes Mal nicht geklappt, weil wir so nah an der Straße waren. Ich kann Vitamin D. Hier ist nicht drin.
Auto steht vom Erdrop südöstlich. Ja, einfach den Strand runter. Ist weit. Weil ich will ein paar Meter Sicherheitsabstand halten. Wegen dem Spieler. Man weiß ja nie. Der Beach-Zombie. Aua. Ausdauer. Das ist immer so eine Geschichte. Aggressivitätsmodus beendet. Weiterlaufen. Er ist auf jeden Fall geschlossen. Heißt aber noch nichts. Wieder würde mich laufen hören. Aber hier hat man eine echt gute Chance, den nicht zu sehen. Kann man gar nicht ran. Ja, irgendwie komme ich da schon dran. Und jeder andere Spieler hat da auch seine Schwierigkeiten. Das ist das Gute. Dann haben wir jetzt noch genug Zeit, ein paar Dietriche herzustellen. Ich hoffe, das geht jetzt hier drin. Ja. Ich vermute mal wieder ein Relog. Geht gar nicht. Muss jetzt direkt daneben stehen? Nö. Ich spiel scheiße, wo mir egal, wo wir stehen. So. Auf und es steht auch Schloss Knacken wieder da, ätzend. Alles fixen sie, aber das nicht, weißt du. Ich muss immer so einen risikobehaften Airdrop da schon Relock machen. Kostet Zeit. Du hörst nicht, ob Spieler sich nähern. Das haben wir alle offen, oder? Damit die dann auch offen sind. Ja, hä? Hey. Kostet immer wertvolle Zeit. Das wäre natürlich jetzt episch, wenn da ein Bohrer und ein Railbuck da drin wären. Und ich die Tasche natürlich voll hab. Nicht erschrecken, das Geräusch ist normal. Ich möchte immer noch warten. Eine Handgranate, okay. Knackwerkzeug, ich nehme das einfach alles mal mit. Eine ekelhafte Diegel. Wird aber auch Ruhmpunkte. Und auch Verkaufsgut. Eine Batterie, ha? Suchen wir die ganze Zeit eine Batterie. Ist eine Batterie drin? Gibt es auch gar nicht. Ein Katana, wie geil ist das denn? Ja, toll. Sachen, die wir absolut nicht brauchen. Ups. Geil. Also, bis auf die Batterie und das Katana bin ich ziemlich happy. Die Diegel, die interessiert mich jetzt nicht so dolle.
Mal ein bisschen Seitwärtsbewegung machen, um das Auto zu erkennen, dass da irgendwo in der Gebüsche stehen. Ist halt in der Natur sowas zu verstecken. Da waren weit weg, ich weiß. Und südöstlich. Da ist es, ich sehe es. Schon lange kein Katana mehr gefunden. Was ist für ein Rotz? Igel. Kann man nutzen, muss man aber nicht. Welche ist es denn? Ach, die. Okay. Ich habe natürlich auch ein paar Ruhmpunkte beim Aufsammeln, natürlich. Immer schön die Sachen im Auto packen, damit beide Mädels auch drankommen. Sonst bringt das nichts, weil die eine und die andere sich sozusagen ja gar nicht treffen. Dann habe ich nicht mehr in der Hand, ne? Ah, falsch. Mach das bloß, ja, du nimmst. Dann ist er direkt ums Eck der WW2-Bunker. Den kann ich nicht auslassen. Unmöglich. Hopsa. Wollen wir mit dem Auto ja auch durchpassen? Ich glaube nicht, ne? Ja, bevor ich da hängen bleibe, Leute, bin ich lieber einen anderen Weg. Boah, gibt auch manchmal Gas, ne? Das Tannchen. So. Zu die Tür. Der Zug, der wird wohl nicht losfahren, gehe ich immer schwer von aus. Wir finden noch was Schickes. Du gehörst einfach ganz woanders hin. Anstatt auf einen Waffenslot. Ruhmpunkte sind Ruhmpunkte. Egal. Gibt ja keine. Da haben wir nochmal das hier. Das ist mir wirklich zu ranzig. Scheiß Klinge. Oh ja. Ein K98. Eine Sache, die ich sehr gerne finde. Oh, Schiff, das Bein an. Waffenherstellung, Munitionsherstellung und nix. Naja, im K98, da hat sich der Weg schon gelohnt. Ich habe auch einen Ruhmpunkt. Ich sammle mir mal ein paar, einfach so Spaß. Können wir mal so einen Wurfwettbewerb machen. Hier war auch nichts in der Kiste, ne? Darf man ja auch nicht durchsuchen. Aber das stimmt mich schon freudig hier. So, Rückwegplanung. Nicht über die Schienen. So wie wir gekommen sind, wäre, glaube ich, der sinnigste Weg. Der Rest ist absolut unpraktisch.
kommen noch an der Garage vorbei, wenn wir wollen. Ist ja ziemlich geil. Und wir auch die ein oder andere Batterie finden. Schienen bis zur Straße oder Brücke folgen. Wow, da kam mit den Schienen gerade mal gar nicht klar. Boah, ne, auf Schienen fahren ist schwer geworden. Ja, warum läuft man denn die ganze Zeit selber im Bad rum? Das ist doch ekelhaft. Merkt man nicht. Tunnel, also hoch. Beliebte Tankstelle. Uppa. Oh, ich ahne es. Nee, läuft. Ist ja zeitlich dann aber auch immer. Zeitlich aber auch immer dann gebunden, ne? Boah, wie oft ich das schaffe, ey. Das ist Wahnsinn. Aber erzählt mir nicht, dass bei euch nie das Auto auf der Seite liegt. Stein stört. So. Wind, das himmlische Kind. So, gut. Ist aber ein bisschen vorsichtiger. Also nicht jetzt in der Folge nur was geht 800 Mal auf der Seite drehen. Hallo, Otto Max. Na, was heißt, wir können nicht reiten, ne? Das Pferd reitet auf uns. Das ist die Straße. Oh, die Straße ist noch ein schönes Eckchen weg. So im Süden. Stille hier. Piept was. Jetzt komme ich hier. Nein. Phil. Also, man kann das Auto immer rollen. Das ist schon witzig, ne? Okay, hier sind Garagen. Ich finde nur noch ein, zwei Bleiplatten. Oh, der Leica sitzt? Nein, das ist ein normaler Sitz. Wir sind Sitzbesitzer. Haha, Zufall. Ach, es ist auf jeden Fall seltener geworden mit den Batterien, ne? Genau da, wo ich den Plan habe, Munition herzustellen. Das ist echt witzig. Die sammle ich auch gerade für Silvester. Hier haben wir noch eine Säge. Komischer, hässlicher Helm. Mir reichen Batterien. Ich will keine Repair-Sets. Der Schlauch. Ich hätte den Schlauch selber gefunden. Gibt's doch nicht. Ich brauche Werkzeuge. Was habe ich denn jetzt verschoben? Achso, das hier. Ich
gefährliches Eckchen. Ganz gefährliches Eckchen. Weg hier. Und dann auf schleunigsten Weg nach Hause. Und wir sind ja direkt an der Straße, das ist ja perfekt. Den Weg hier speichern natürlich, muss es. Hallo Wolf. Da müsst ihr ja nicht in jeder, den ganzen Weg euch angucken. Oh, ich liebe es, mit diesem Auto zu fahren. Ich glaube, ich werde für immer und ewig den Wolfwagen benutzen, weil. Ich bin jetzt bestimmt wieder fünfmal auf der Seite gelegen. Völlig egal. Völlig egal. Läuft. Man kann trotzdem immer wieder umdrehen. Es ist ein Traum. Danke, Hotfix. Also der letzte hat endlich mal was gebracht. Oh, ein Hochsitz. Oh, ein Hochsitz. Timmy muss reingucken. Geht nicht anders. Erstmal für Olga schon mal da rein. Mann, ist das Auto voll. Ich kriege so viele Chat-Nachrichten nebenbei. Das gestrige Streaming hat auch ein paar Nachfolgen. Habt ihr ja schon mitbekommen, jetzt direkt am Anfang. Was mein Streaming betrifft in Zukunft. Rote Handschuhe und. Was ist das denn? In Scope. Ein geiles Jagdziel für den Rohr. Ich liebe das Jagdziel für den Rohr, ne? Wie soll ich das denn mal liegen? Das war so heftig, das Guten. Ich liebe das Jagdziehfernrohr. Ich weiß nicht, Hunter, Jagdziehfernrohr, aber ich habe bis jetzt noch keine Hunter gefunden, leider. Ich glaube, ich kaufe mal einfach eine. Wir haben noch Kohle. Rein technisch könnte ich mir auch eine Leica kaufen, wenn ein Auto zur Verfügung steht. Bis zu Hause. Da sehen wir uns wieder. Mann, ich brauche mal Unfälle. Ja, der schnellste Weg nach Hause ist der gefährlichste, aber es ist keine Gefahr mehr da. Aber man kann bestimmt noch irgendwo klemmen bleiben. Das passiert bestimmt auch noch. Aber wir fahren direkt auf Richtung Timmytown zu. Quer durchs B, nenne ich es mal. Wow, Stein. Ich liege ständig auf der Seite, rutsche wieder auf die Räder. Also ich erlebe hier mehr Abenteuer, als ich jedem Fahren je erlebt habe. Ja, jetzt haben wir den Salat schon wieder. Und er kippt wieder um. Ein Traum. So, wir sind fast zu Hause und ich hoffe, dass wir noch die 900 Ruhmpunkte vollkriegen. Einfach nur so fürs Gefühl, auch wenn wir schon eine Ass sind. Aber ich muss echt sagen, querfeldein, das überschlägt sich jetzt mehr als vorher. Aber es ist ja Gott sei Dank nicht so schlimm. Es läuft ja. Es läuft ja wirklich ganz gut, muss ich sagen. Es fehlen nur noch die alten Fahrzeuge. Ein Flugzeug, okay, das war nicht so wichtig, aber das Moped, das fand ich geil. Wir sind in Timmytown sicher angekommen. Scheiße, Polizei. Wir sind sicher angekommen. Und ich weiß eine Sache, wenn die neuen Autos und Mopeds wieder reinkommen, werden die auch relativ schnell langweilig. Kommt auf das modulare Bauen drauf an. Also jetzt diese beiden Fahrzeuge, die Leica, die habe ich noch nirgendwo stehen sehen. Wahrscheinlich, weil es so viele Volkswagen auf dem Server gibt. Aber, ja, bald kommen wieder die normalen rein. Da freuen wir uns auch drauf. Mal gucken, wie modular die sind. Die werden wahrscheinlich, also die Bauteile sind, glaube ich, auch dieselben. Na, blieb. Und ich kümmere mich jetzt offscreen. Und sortiere ein bisschen. Chatte weiter ein bisschen mit der Nika. Guck mal, was wir noch. Pfeiler stört. Das ist ein bisschen blöd. Ich kann den nicht abreißen. Jetzt geht's. Okay. Was wir noch aus der Tasche rausziehen können. Damit die Steffi das auch nutzen kann. Ne? So eine Säge. So eine Werkzeugkiste. Das hier. Das hier. Weil Steffi muss ja dann auch aufräumen. Noch eine Säge. Klamotten für oben. BH. Das.
Das muss weggeräumt werden, sortiert werden, sortiert werden, sortiert werden, sortiert werden. Verkaufsschrank, Stange und das ganze Metallschrott auf jeden Fall. Denn ich mache jetzt nämlich Feierabend mit der liebsten Steffi. Musst du heute nicht an der Zeit drehen, meine Lieben. Hab den Tag einfach so gelassen, wie er war. Und das ist in den letzten Male eh so gewesen. Boah, Rucksack ganz leer gemacht. Und 800 Scummies haben, nicht haben. Der Rest gehört mir. So. Türe zu. Da ist gar kein Schloss drin. Ach gut. Ach, Jenny, das Auto ist ja abgeschlossen. Ja. So. Krieg ich einfach kein Geschenk unterm Baum. Das ist echt gemein. Und doch kein Weihnachtsmann-Jumpscare. Der gibt dir dann auch ein Geschenk. So. Ab. Bubu machen. Und ich sage Dankeschön. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.